Da ist mir auch immer richtig ekelhaft vor, von einer Spinne gefressen zu werden. Oh, wie sie dir so ihre Giftklauen ins Fleisch rammt, ja, und dir ihre Toxine initiiert und wie sie es dann, diese Suppe, die entsteht, dieses aufgelöste Gewebe, ja, wie sie das dann aus dir herausschlürft, während du langsam deinen Geist aufgibst. Wow, bist du wahnsinnig, hat mich das Mistviech erschreckt. Bist du deppert. Greift es mich einfach aus dem Hinterhalt an. So ein Lausbur. So ein Lauser. Dieser Lausbube. Was ist denn das für ein komisches Tier hier? Was bist du denn? Das ist sicher aggressiv. Ein Terror. Los geht's! Das sind Mutanten, ja. Komm schon, du was. Ach, leck mich doch am Arsch! Das ekelhaftes Vieh. Leck mich doch. Das ist zu stark. Ich probiere es jetzt noch einmal. Los geht's! Mir reicht's. Wir laufen dran vorbei, Duras. Das Vieh ist zu stark für uns beide. Ich helfe dir! Du rennst bitte jetzt einfach weg, okay? Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Egal, warum du hier bist. Wenn du die Gelegenheit hast, kehr um! Na toll, jetzt backt das Spiel rum. Versuch mal neu zu laden. Sieh an, egal. Ich kann auf mich aufpassen. Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden.
Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Wie? Greif mich jetzt an. Was bist du für ein Arsch? Was seid ihr für Arschlöcher? Was ist hier los, Junge? Leck mich doch! Ich geh einfach einen anderen Weg. Hier sollten wir besser wachsam sein. Ja, ja. Ich helfe dir! Lass uns den Typ mal. Bitte. So. So läuft es hier. Also jeder erschlägt jeden. Ah? Wie halten die Biester aus? Da wird alles einfach Mutanten verseucht. Bist du wahnsinnig, Junge? Steck die Waffe weg und lauf. Aber ganz schnell. So. Junge, was ist hier los? Hier ist der pure Krieg ausgebrochen. Los geht's! Okay, wir haben Spuren. Duras, komm, lass uns abhauen. Ich weiß, du bist so ein Typ, der sich gerne prügelt, aber das müssen wir zwar jetzt nicht haben, ja? Ich sterbe hier so oft. So oft. Komm, Duras, wir gehen. Das ist mir eine Spur zu heftig hier noch. Wenn wir beide im Babo sind, dann kommen wir hier wieder zurück. Hier ist aber schön. Schön idyllisch. Hier würde ich mich gerne herverbannen lassen.
Halt! Keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Ich werde meine Rache kriegen. Und wenn ich dabei untergehe. Nun gut. Ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Ja, ich weiß. Der Elex-Entzug ist hart. Alles ist neu. Ungewohnt. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Hä? Der Berserker Harkon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Harkon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spähtrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen. Nicht, solange die Alps blind dem Wort der Elexatoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Harkon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich. Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Ich habe genug gehört. Okay. Sieht gut aus. Ich kann jetzt nicht. Ja, und jetzt?
Ihr braucht das doch alles nicht, oder? Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Ihr werdet von Alps gejagt? Ja. Elexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Ich schaue mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Wo sind diese Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Okay. Ich speichere mal. Uhrensuche. Waldputz. Okay. Passt. Dann gehen wir jetzt Alps jagen. Ihr Mistviecher. Fünf Leute müssen wir jetzt umhauen. Das wird lustig werden. Hier sind sie wahrscheinlich, oder? Ja. Duras, bist du bei mir? Auf in den Kampf! Lass mich! Ey, ihr spinnt doch! Wie zur Hölle soll ich gegen die ankommen? Seid ihr noch ganz dicht oder was?
kommen gegen die nicht an. Das können wir vergessen. Vergiss es. Wie soll ich die bitteschön kaputt machen? Kann mir das jemand verraten? Vielleicht kann ich sie irgendwie einzeln weglocken. Ein Buch! Du bist doch wahnsinnig, Junge! Nee. Das können wir vergessen. Das lassen wir mal schön bleiben. Halt dein Mundwerk zu. Der war der Typ, ne? Neo Harkon. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein. Ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen Sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Ich sage ihm die Wahrheit. Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Großartig. Ja, das gefällt dir, Duras, was? Bereit machen. Sag mal, spinnst du? So. Dann schauen wir mal. Er hat ja gesagt, er schickt Männer hierhin. Schauen wir mal, was mit denen jetzt passiert. Mit diesen Separatisten. Das Vieh hole ich mir! Ihr habt sie einfach umgelegt? Ja. Okay. Da haben wir wohl einen Blödsinn angestellt. Hätten wir nicht machen sollen. Das war jetzt ein bisschen blöd.
Scheiße nochmal. Kommt der jetzt hier runter oder was? Da ist, nee, da ist Gift. Aber da ist ein Tier, das wir umhauen können. Was ist das hier? Sumpfspinne. Alter, Spinne. Eine Spinne. Bist du wahnsinnig? Eine Sumpfspinne. Wie geil ist das denn? Ey. Weißt du was? Wir hauen einfach ab. Wieder. Schlechter Zeitpunkt. Schlechter Zeitpunkt. Was schlechter Zeitpunkt? Kann ich mich jetzt nicht wegteleportieren oder was? Muss ich abhauen. So, jetzt aber. Schlechter Zeitpunkt. Jetzt greift mich, die ganze Welt greift mich auf einmal an, Mann! Jetzt reicht's mir! Kann ich mich jetzt endlich zurück teleportieren, ja? So. So, Freund. Du hast die Separatisten einfach erledigt, oder? Egal. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Wie soll das nur weitergehen, wenn du die ganze Zeit deine unqualifizierten Kommentare hier von dir gibst? Ja, okay, komm, wir haben hier eigentlich genug. So, dann gehen wir mal das hier machen noch. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Und erledigen das Wartungsprotokoll. Schauen wir mal, ob ich mich da irgendwo auf dem Weg hin teleportieren kann. Ja, oh ja. Okay, hierher können wir uns teleportieren. Sehr gut. Hab mich bedroht gefühlt. Von dem habe ich mich auch bedroht gefühlt. Oh.
Oh, da ist dieser komische Scheißvogel schon wieder. Da ist noch einer direkt. Ja, gefällt's dir hier, Duras? Mir gefällt's hier auch ganz gut. Hier muss doch wer wohnen, der diese Kürbisse hier züchtet oder so. Und da wohnt sicher jemand. Ich gehe einfach mal pennen. Ne, damit wir uns gratis heilen und uns die Heiltränke sparen. Nein, nicht nochmal. So anstrengend war das jetzt auch nicht, die Sachen hier vom Tisch wegzunehmen. Ich bin nicht gut genug. Das sage ich mir auch immer. Habe ich mir oft in der Schule gesagt. So. Bei der Mathe-Schularbeit oder so. Wenn der Lehrer die Sachen ausgeteilt hat. Nee, bei der Mathe-Schularbeit nicht. In Mathe war ich relativ gut. Aber so Deutsch-Gedichtinterpretation und so Zeug, das habe ich so gehasst wie die Pest. Ja, wenn die Lehrerin dann irgendwie gekommen ist, ja, interpretiere, was hat er gesagt, was ist so seine Meinung oder was weiß ich was, dann habe ich auch immer gesagt, ich bin nicht gut genug. Achtung, hier können Kühe über den Weg laufen. Oh, und da ist jemand. Sind die freundlich? Sie greifen mich zumindest nicht an. Suggestor. Rainer. Rainer heißt mein Onkel. Okay. Na, wen haben wir denn hier? Ein verirrtes Schaf auf der Wiese der Ungläubigkeit. Lass mich dir einen neuen Weg aufzeigen. Pff, nee. Vergiss es, du Sektenspinner. Nein, danke. Kein Interesse. Das sehe ich anders. Ich denke, du hast Interesse. Denk gut nach, was du jetzt antwortest. Hä? Das kann ich jetzt nicht sagen? Na gut. Du hast recht. Ich habe Interesse. Siehst du? Ich wusste es doch. Keiner kann sich dem Ruf Kalans entziehen. Kalan ist unser Beschützer. Kalan ist unsere Rettung. Und Kalan wird derjenige sein, der es uns erlaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Aber erzähle mir erst einmal etwas über dich.
Und ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen. Wo hast du den Großteil deines Lebens verbracht? Wie wär's, wenn ich... Habe ich hier nicht die Option, das geht dich einen feuchten Dreck an? Ich sag's mal ganz ehrlich. Aus Xakur. Ich war einst ein Alp. Du warst ein Alp? Das überrascht mich jetzt etwas. Aber du scheinst keiner mehr zu sein. Interessant. Kommen wir zur nächsten Frage. Gehörst du einer Fraktion an? Junge, was geht dich das an? Nein, ich gehöre keiner Fraktion an. Ah, ein Führungsloser, sehr schön. Gut, gut. Und wie sieht es mit deiner Aggression aus? Hast du in deinem Leben, egal ob jetzt oder schon länger her, schon mal einen der freien Menschen umgebracht? Ja, klar. Ja, habe ich. Wer hat das nicht in diesen Zeiten? Ich hätte dann nur noch eine letzte Frage. Und bei dieser Frage lasse ich dich nicht lügen. Hast du mich bei irgendeiner der vorherigen Fragen belogen? Nein. Ich bin beeindruckt. Entweder du hast mir auf alle meine Fragen die Wahrheit geantwortet, oder du hast meiner Suggestion widerstanden. So oder so wärst du ein wertvolles Mitglied in unserer Gemeinschaft. Ich werde dich nicht zwingen, mit mir nach Ignadon zu kommen. Aber wenn du freiwillig mitgehen möchtest, werde ich dich hinbringen. Nein, ich habe kein Interesse daran, nach Ignadon zu gehen. Wenn das so ist, dann machen wir uns auch wieder auf den Weg. Guten Tag. Ja, tschüss, Rainer. Sind wir hier beim Verhör oder was? Verpisst euch. Sektenspinner, mit euch will ich nichts zu tun haben. Hallo, böser Stein. Du bist so eine Legende, hab dein TikTok-Video gesehen. Ja, ja. Da siehst du mal. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Vielleicht hätte ich doch mit dem nach Ignadon gehen sollen. Aber... Das sind Sektenspinner, versteht ihr? Die kommen hier mit Kalan ist der wahre Gott und bla bla bla, der wohnt in uns allen und... labert der mir hier einen Kotlent an der Backe oder was? Die stehe ich mal gar nicht auf diese Zeugen Jehovas oder wie die... Die mich hier zu ihrer Religion bekehren wollen. Ich habe meine eigene Religion, ja. Ich glaube an die Natur. An die schöpferische Kraft der Natur. Ich verehre die Natur. Das ist meine Religion. Das hier. Alles, was wir hier sehen. Nicht irgendwelche Hirngespinste von Menschen. Mutantenkraut. Hab ich auch noch nie gesehen. So, dann wollen wir mal, hier müsste doch unsere Drohne irgendwo sein. Oh, ein Teleporter-Dingsbums. Das müssen wir sofort aktivieren. Commander, Protokoll A73, Reparaturstation Nord-Abessa. Ausführung negativ. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse, Zugang, verweigert. Hallo Conan Fighter, schön, dass du hier bist. In Ordnung, ich werde dir helfen. Also, was ist das Problem? Konverter, Zugang verweigert. Bewaffnung, kritisch. Sie wissen also, dass du keiner mehr von ihnen bist. Immerhin warst du klug genug, dich nicht von ihnen zerstören zu lassen. Hey, warte kurz, ich muss kurz Duras helfen. Ja, das ist gut. So. Wie sich der Held hier so ganz entspannt unterhält, während Duras sich im Hintergrund prügelt. Hey. So. Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Was genau fehlt dir? Analyse, Waffensystemausfall, Steuerungssystem defekt.
Und das Zeug finde ich in dem Konverter. Inventarprotokoll positiv. In Ordnung. Ich sehe mal, was ich machen kann. Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse. Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Dei Guglioni. Zigeuner. Auch Alps? Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Der Rainer wieder im Hintergrund. Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Jetzt prügelt sich wieder jemand hier im Hintergrund. Kann das sein? Okay, egal. Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse. Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse. Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Ja. Welches Game ist das? Das ist Elex. Analyse. Okay, gut, dann müssen wir jetzt dem Crowny hier sein Zeug zurückgeben. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in diesen Konverter rein. Kristallratte war das, was die hier weggeklatscht haben. Ah, da ist schon wieder so ein riesiger Kampfroboter. Wie soll ich da hinkommen, bitte? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Das Vieh mache ich platt. Das will ich jetzt sehen, wie du das platt machst. Mit Pfeil und Bogen schießt er drauf. Nee, das will ich sehen, wie du das platt machst. Mit Pfeil und Bogen? Komm, komm, das machst du jetzt hier. Mach das Vieh platt, bitte. Duras, bitteschön. Hier. Ich helfe dir. Ja, hast du gesehen, wie du das platt machst? Idiot. Er kämpft mit Pfeil und Bogen und Schwert gegen so einen riesen Roboter, der einfach mit Laserkanonen schießt und einen Düsenantrieb hat. Aber wie bescheuert bist du, Junge? So bescheuert kann doch kein Mensch sein wie du. Ja, ich glaube, ich meine, ich komme gegen diesen Blechkoloss hier nicht an. Ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan sollte mich ihnen zu erkennen geben. Mal sehen, was in meinem Wort noch wert ist. Okay, dann machen wir jetzt das hier. So.
Ich weiß schon, was da jetzt kommt. Dunkle Zeiten sind das. Ja. Die Sequenz haben wir schon gesehen. Bitte, lass uns abhauen. Sie sind zu stark für uns, Duras. Obwohl, eigentlich, wir können es ja mal versuchen, komm. Lass uns mal versuchen, die beiden wegzuklatschen. Aber sie haben wenigstens nicht so einen Totenkopf drauf. Ich probiere es jetzt noch einmal, ja? Das ist das letzte Mal übrigens, dass ich das probiere. Los geht's! Madonna! Ostia! Es kann auch wohl nicht so schwer sein, die Typen hier rumzuklatschen. Lass mich nur machen! Duras, kannst du bitte hier mal etwas mehr Einsatz zeigen, dass nicht beide auf mich gehen? Madonna! Ach, leck mich doch. Wisst ihr was? Ey, ich vergesse das einfach, ja. Ach. Okay, wieder rauf hier. Das Refugium der Separatisten. Hä? Ich möchte jetzt einfach alle Missionen abschließen, die nicht so hardcore sind, ja? Einfach die ganzen Missionen, wo ich nicht muss gegen einen Kampfkoloss antreten, sondern einfach Missionen, wo ich dementsprechend Erfahrungspunkte bekomme, sodass ich halt stärker skillen kann und so weiter. Boah, das sind wieder diese komischen Spinnen hier. Also wenn Spinnen wirklich, auch unsere Spinnen so groß wären, ja. Imposant. Dann hätte ich Angst vor Spinnen. Stell es mir auch immer richtig ekelhaft vor einer Spinne gefressen zu werden. Oh, wie sie dir so ihre Giftklauen ins Fleisch rammt, ja, und dir ihre Toxine initiiert, wie du dann merkst, dass du dich nicht mehr bewegen kannst und sich dein Gewebe auflöst und wie sie es dann, diese Super, die entsteht, dieses aufgelöste Gewebe, ja, wie sie das dann aus dir herausschlürft, während du langsam deinen Geist aufgibst. So stelle ich mir vor, von einer Spinne gefressen zu werden. Wahrscheinlich checkt man während der Situation eh nichts mehr.
Da ist ein einzelner Raptor. Denkst du, schaffen wir den, Duras? Komm, einen. Ich helfe dir. Komm schon, Duras. Jawohl, mein erster Raptor. Ich habe mein erster Raptor, den ich gekillt habe. So, speichern. Das feiere ich jetzt ein bisschen. Oh, hier müssten diese Separatisten irgendwo sein, ne? Wie schön es hier doch ist. Machtwelle? Was ist das? Jax, die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Aha. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Was? Uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Junge. 3 Argumente oder ihr bringt mich jetzt um oder was? Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Du wirst es nochmal bereuen, mich hier so vorzuführen. Ich glaube, das sagen wir besser nicht. Die sind alle schwer bewaffnet und wir haben keine Chance gegen sie. Ich könnte mein Wissen über die Stellungen, Marschbefehle der Alpkommander mit euch teilen. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Komm schon, das ist doch jetzt nicht ein... Okay, erstens mal sage ich das hier. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alpkommander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Na toll. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten. Ey. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben,
sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Rache ist irrational. Hier geht es um etwas Größeres. Wie du meinst. Entscheidend ist, dass wir das gleiche Ziel verfolgen. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Sinnvoll, doch alles andere als leicht. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Ich bin einigen deiner Leute in Edan begegnet. Ja, ich hörte davon. Nezol und seine Männer standen unter Beobachtung. Ich weiß auch, was du getan hast. Nezol ist tot. Und ich habe stark den Verdacht, dass du etwas damit zu tun hattest. Leider kann ich es nicht beweisen, aber ich warne dich. Es wäre besser für dich, wenn so etwas in Zukunft nicht noch einmal passiert. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Wo finde ich noch gute Ausrüstung? Wie schon gesagt, die freien Menschen bieten eine Menge Möglichkeiten an, vor allem in ihren Städten. Doch findest du auch in den Ruinen der alten Welt immer wieder etwas Brauchbares. Besorge dir so schnell wie möglich anständige Waffen und robuste Kleidung. Ja.
Wäre ich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen nicht bestohlen worden, hätte ich jetzt die Ausrüstung, die ich brauche. Plünderei gehört zu den typischen Eigenheiten der Outlaws. Und da du in Edan bestohlen wurdest, könnte es jemand von einem ihrer Außenposten an der Grenze von Edan zu Tavar gewesen sein. Ich würde dort als erstes nach dem Dieb suchen. Hallo. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Welche Gemeinschaft ist die effektivste? Das hängt davon ab, welche Waffengattung und welche Fähigkeiten du bevorzugst. Die Berserker sind mächtige Magier, jedoch haben sie sehr antiquierte Ansichten über Nahkampftechniken und Fernwaffen. Wenn du es lieber mit Schusswaffen der alten Welt hältst, sind die Outlaws in der Wüste im Süden vielleicht eine Option für dich. Solltest du eher die hochtechnisierte Energiewaffe bevorzugen, gehst du dann doch besser zu den Klerikern in den Osten. Wie du dich auch entscheidest, du wirst ein Teil der jeweiligen Gesellschaft werden und zumindest zeitweise ihre Ideale vertreten müssen. Ja, als Berserker werde ich doch wohl auch mit Nahkampfwaffen und so rumballern. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren, denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Der Stärkere wird gewinnen. Nein. Es wird derjenige sein, der am Ende noch steht. Dieser wird die Geschichte weiterschreiben. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende. Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elixitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Klingt so, als hättet ihr an alles gedacht. Gefällt mir. Nur das Ergebnis zählt. Und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Ja, kenne ich. Effektivität ist auch einer meiner wichtigsten Werte. Wie wollt ihr die Alps schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Das ist doch Wahnsinn. Die Alps werden zurückschlagen. Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Sei ein Teil davon und hilf uns. Die Konverter sollen schweigen. Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xarkor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Südabessa beginnen. Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt.
Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. Nicht gut. Duras Schnauze halten, ja?